Zentro, ja. Zentro, Gasometer. Hier? Mir gefallen die freundlichen Menschen hier normalerweise. Dann sind sehr nett die Leute hier, muss ich sagen. Um zu leben, dann ist hier ziemlich sehr günstig. Also ich sehe uns immer als zweites Berlin, dreckig aber sexy. Wir sind kulturelles Brachland und ich sehe immer, da kommen immer mehr Leute hier hin, die das irgendwie reizvoll finden, so wie das alles mal angefangen hat in diesen Metropolen. Die Negativität der Leute, die seit schon ein paar Jahren hier herrscht, und das ist einmal erstmal grundsätzlich alles aufzählen, was schlecht ist. Seit Zentrum gebaut worden ist, ist Oberhausen nur noch eine tote Stadt hier. Und eine dreckige Stadt geworden. Seit das Zentrum da ist, ist alles schlechter geworden, besonders in der Innenstadt. Alles ist dreckiger geworden, keiner kümmert sich mehr. Das sind so die Standardaussagen, die getroffen werden. Gucken wir mal, die Kinder haben hier schon gar nichts mehr zu spielen. Die Freibäder sind alle zugemacht. Der Mensch ist immer ärmer. Arbeitslosigkeit. Viel. Leidiges Thema, wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, die das erwähnt. Innenstadt ist tot. Bei den ganzen Negativaussagen wird eigentlich das vergessen oder das übersehen, was sich eigentlich so langsam, aber sicher auch in der Stadt tut. We are interested in artistic practices that can produce situations and institutions that appear to be fictional, but then they actually withstand the test of reality. That means we are interested in practices that cross a boundary, crossing a boundary from symbolic politics into something like instant pleasure. Meaning, we do not believe in confirming the old world in critical gesture, but rather going into something like a mini version of a new reality. We believe Actopolis is really important right now in this time, because right now we feel Oberhausen, the city of Oberhausen, has more in common with cities like Athens than it has in common with other cities here in the Ruhrgebiet like Essen or Bochum. And furthermore, Actopolis, with its focus on transnationality, opens up a, let's say, field of experimentation for international solidarity. And there's a third reason. We believe Southeastern Europe is our future.